Komm, Taku, komm! Nein, nicht so, Taku, aber egal. Ecke, Ecke, Ecke! Das ist kein Abstiegskampf, was wir spielen! Was geht ab, Freunde? Es liegen die 6 wichtigsten Spiele der Saison vor uns. Und zwar sind wir momentan mit 27 Punkten auf Platz 15. 2 Punkte vor Stuttgart und 3 vor Schalke. Da Stuttgart gestern unentschieden gespielt hat, können wir unseren Vorsprung mit einem Sieg um 5 Punkte vergrößern. Wir haben zwar nicht die größte Fangemeinschaft, aber können locker mit den Größten mithalten. In dem Sinne, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, VfL für immer. Und jetzt viel Spaß beim Video. Guckt euch das mal an. So viele Menschen vor der Ritterburg. Ja, die Ritterburg hat einen Biergarten, deswegen kommen auch so viele hier hin. Treffpunkt für sehr, sehr viele VfL Bochum-Fans. Kann ich auch nur empfehlen, um ehrlich zu sein. So, hier haben wir den Oskar. Hi, Oskar. Hi. Wie alt bist du, mein Freund? Ich bin 8. Und was tippst du heute? Ich tippe einen 3-1 für Bochum. Sehr stark. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Hoffmann. Super, sehr korrekter Typ. Okay, danke, Oskar. Dann wünsche ich dir viel Spaß, ja? Tschüss. Ja, tschüss. So, da ist der Wolfsburg-Bus. Ja, die steigen gerade aus. Ja. Hoffen wir mal, dass die mit einer Niederlage heute schön nach Hause fahren. Ja, hier ist auch schon ordentlich was los. Nicht so voll wie sonst immer, aber geht, geht, geht. So, gehen wir mal rein. So, come on, Jungs, come on! Heute alles! So sieht unsere Startaufstellung für das heutige Spiel aus. Simon Zoller, ganz große Überraschung, spielt auf rechts. Damit hätte ich ganz ehrlich gar nicht gerechnet. Aber abwarten und Tee trinken, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, mein Freund, wir sind jahrelange Sitznachbarn. Ich habe dich noch nie gefragt, was dein Tipp ist. Heute ist der Tag. Was tippst du? 2-1 VfL. Was denkst du, wer trifft? Vielleicht trifft der Toller heute und der Hoffmann macht auch mal wieder mit der Bude. Hier, der Kollege hat Tipico hier getippt. Nee, nee, sowas supporten wir nicht. Kein Tipico, mein Freund. Keine Wetten. Da sind die Wolfsburger. Ja, so 1500 müssen es sein. Okay, okay, Jungs, reicht. Guck mal, was unser Bobby-Club da veranstaltet. Ja, hat nicht so ganz geklappt, würde ich sagen. Weitermachen, weitermachen. So, auf geht's. Anstoß nehmen wir wie immer mit. Come on, VfL, bitte. Oh, Glück gehabt. Mann, Mann, Mann. 2. Minute schon sowas. Geh, Bro. Geh, Bro. Geh, hey. Hey. Nein, kannst du mir. Komm. Nein. Schade, gute Chance. Komm, da muss einer hin! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! War so klar, wohin soll er denn spielen? Und wir bleiben wieder stehen! Ja. Nein! Schade, Mann! Hätte er nicht mit Zoller gedacht, er wäre drin! Einer muss drauf! Nein! Abseits, nein! Das gibt's nicht! Das gibt's
ich finde keine Worte für sowas. Der kummelt drei Spieler vorher aus. Und dann spielt er einmal ab und dann schießt der andere Tor. Unglaublich. Wir sind wieder komplett am Start. Komplett. Gute Freistoßposition. Mach was draus jetzt. Wimmer steht immer frei, überall. So! Mann! Guck mal, wieder Wimmer rechts frei. Mein Gott. Wie kann man den immer so frei lassen? Und doch. Also ganz ehrlich, der kriegt jeden Ball. Der ist immer frei. Wir haben diesen Abstiegskampf nicht angenommen. Das ist kein Abstiegskampf, was wir spielen. Das ist so, als ob wir Zweiter, Dritter sind oder so. Es geht um nichts mehr. So spielst du definitiv nicht um den Klassenerhalt. Es ist jetzt Halbzeit. Ich glaube, die Spieler, nein, die wissen schon, worauf es ankommt. Nur die setzen nichts um. Das ist echt schade. So kannst du zu Hause nicht spielen. Da ist kein Kampfgeist, nichts bei. Viel zu harmlos. Reingekommen und mal gucken, vielleicht gibt es das Wunder vom Berg. Guck rüber! Rüber! Komm, Ruschinski, bring ihn bitte! Mann! Komm, Taku, komm, Taku, komm! Nein, nicht so, Taku, aber egal, Ecke, Ecke, Ecke! Wir waren so gut im Spiel jetzt Anfang zweiter Halbzeit. Es ist einfach nicht unser Tag. Das fehlt noch.
So, Freunde, das war's. Zum Spiel sage ich lieber nichts. Wir sehen uns am Freitag. Flutlichtspiel in Dortmund. Haut rein. Euch noch eine gesunde Woche. Ciao, ciao.